Hi Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Part von Firewatch. Ja, im letzten Part war es spannend. Wir haben ja dieses Zelt da entdeckt, inklusive aller Apparaturen und Gerätschaften und haben festgestellt, dass wir beobachtet werden, ja, vielleicht sogar analysiert werden, konnten aber leider niemanden mehr vorfinden da in diesem Zelt, was auch ein bisschen merkwürdig gewesen ist, dass da keiner mehr war. Das soll uns aber trotzdem jetzt nicht stören. Wir gehen weiter hier in Richtung Höhle. Und ich gucke gerade, wo müssen wir lang? Müssen wir hier runter? Geht es hier runter überhaupt? Nein. Ich hoffe überhaupt, dass das der richtige Weg ist, was müsste eigentlich. Chief, Richtig. you didn't actually make that call, right? To the other lookout. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Thanks, Henry. Keine Ursache, Delilah. Und ich denke, wenn hier diese Kommunikation auftaucht, sind wir auch auf dem richtigen Weg zur Höhle. Da hat sich dann meine Orientierung nicht getäuscht. Die müsste nämlich hier unten gleich auch sein. Und wir haben mittlerweile einen Schlüssel gefunden für das Tor. Das bisher ja versperrt gewesen ist. Ja, genau. Wir sind angekommen. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir kommen da rein. Aber wir müssen. Wir haben den Schlüssel. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Ja, genau. Alles klar. Ich ahne nichts Gutes, ehrlich gesagt, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jesus, this is a big cave. Finde einen Weg aus der Höhle. Yes. Felsspalte durchzwängen. Das scheint die einzige Möglichkeit, oder? Oder können wir hier noch tiefer, steiler Abhang? Hier wird uns nichts angezeigt. Hier können wir wohl nicht runter. Okay, dann quetschen wir uns hier durch. Puh, Leute, was ist hier? Was finden wir hier gleich? Und wer zur Hölle war hier eben in der Höhle? Denn man hat keinen Kontakt, keinen Funkkontakt. Da ist auf jeden Fall eine Tür oder ein Tor ist zugeknallt. Das habt ihr gehört auch, oder? Habe ich mir nicht eingebildet, oder? Dass dann eine Tür zugeschlagen wurde. Fuck, Mann. Oh, hier kann man auch schön runterfallen, ne? Durch so ein Loch. Da liegt was. Da liegt doch irgendwas. Was ist denn das Rote? Ist das auch ein Funkgerät? Da können wir aber nicht runter. Das wird nichts angezeigt. Ich kontrolliere nochmal. Nein. Nichts angezeigt von wegen hier runter. Geht nicht.
natürlich auch sein, dass hier jemand vorbeigekommen ist und einfach das Ding fallen gelassen hat. Ich denke, so wird es gewesen sein. Wie jetzt? Und das war's? Das kann nicht sein. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, kurzer Cut. Ich bin nochmal zurückgegangen, habe nochmal geguckt, aber ich habe nichts gefunden und ja, deswegen geht es jetzt hier weiter. Ich springe mit einem etwas unguten Gefühl hier runter, weil ich eigentlich gedacht hätte, wir müssten hier irgendwas finden in der Höhle, aber. Tja, kann man nichts machen. Ich gehe mal einfach mal weiter. Oh, was? Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Okay, also müssen wir zum Turm zurück. Material suchen. Wo sind wir überhaupt hier rausgekommen? Halleluja. Da müssen wir mal schnell die Karte hier zu Rate ziehen. Oh, hier ist ein Lager. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Okay, Leute. Wir sind auf dem Weg, es geht weiter. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Brian Goodwin. Schülerwettbewerb, Hamilton-Schule, Rohfassung. Sprechende Meteore, Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultra-Kurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert. Und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Dem stimme ich zu.
Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Plan zur Bergung des Rucksacks, Version 4. Nehmen wir mit. Wir stecken hier alles ein, was wir hier finden im Lager. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Wir würden Sie mit einem Gefallen tun und sie mir per Post schicken. Meine Anschrift lautet 55 Foxford Lane, North Platte, Nebraska.
Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Eingesackt. Und das Wichtigste stecken wir ein, die Haken. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. Plan für UKW-Funkgerät von Brian und Ned Goodwin. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Lieber Mr. Sackler. Ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sinks Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Satz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half elf, armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Spieler Brian, Charakter Gladius Silver, Ausrichtung chaotisch gut, Rasse Halbelf, Klasse Waldläufer Level 4. Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77, Gewicht 61 Kilo, Erscheinungsbild robust, Haare schwarz, Augen blau, grün, Clan, Heimatwelt, unverständlicher Nerdkram. Wir verstehen es natürlich. Ist doch klar. So, das könnte alles gewesen sein, oder? Warte, Moment, Moment, Moment. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Ein Schulordner für Hausaufgaben und Aufsätze, offenbar von Brian Goodwin beschmiert. Da können wir jetzt nicht reinschauen. Okay, da haben wir einiges gefunden. Und das Allerwichtigste. Wir haben die Haken. Und deswegen werden wir im nächsten Part tiefer in die Höhle gehen. Und ich bin sehr gespannt, was wir dort finden werden. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Es bleibt spannend bei Firewatch. Bis dahin und ciao.